So, moin Freunde, willkommen zum neuen Video auf der EXC 250. Und ja, ich wollte so ein bisschen erzählen in dem Video, was ich noch so an dem Ding hier machen wollte und wo es da noch Probleme gibt. Viel ist das nicht, aber ich muss die Karre jetzt erstmal warm fahren, damit ihr auch Spaß beim Zugucken habt. Und Arsch viele haben in die Kommentare reingeschrieben. Motorbremse! Bei dem letzten EXC-Video. Motorbremse, Motorbremse, Motorbremse. Und ja, klar, ich weiß, Motorbremse, zweiter Tag, nicht machen, ist mir klar. Aber, moin. Keine Ahnung, ich versuche mich dran zu halten, aber ist halt auch mega die Umgewöhnung, wenn man halt vier Takt gewöhnt ist. Aber ich versuche schon mal, also ich versuche das Bestmögliche zu geben. So sage ich das jetzt einfach mal. Ich habe gerade von Problemen erzählt. Und zwar besteht noch das Problem mit der Kupplung. Das sind die trennt nicht zu 100%ig richtig. Ich habe die Kupplung nochmal entlüftet. Keine Luft mehr drin, aber sie trennt immer noch nicht richtig. Jetzt habe ich die Vermutung, dass das eventuell die Kupplung ist. Also ich mache wahrscheinlich die Kupplung neu. Weil die Kupplung besteht ja aus Lamellen, also Scheiben mit Lamellen oder Stahlscheiben. Und nicht, dass sich die Stahlscheiben ein bisschen verzogen haben, wisst ihr? Dass sie nicht mehr hundertprozentig plan sind, gerade, sondern dass sie sich halt ein bisschen verzogen haben über die Zeit. Durch Hitze, weiß der Geier warum. Ich meine, es ist auch die erste Kupplung drin. Und die Kiste hat fast 200 Stunden auf dem Buckel. Deswegen normalerweise, also die Kupplung rutscht nicht durch, da ist nichts mit. Nur halt, ich könnte halt, weil ich weiß nicht, was sonst sein kann, die Kupplung, die ist alles entlüftet. Keine Luftblasen und sonstiges, von daher kann es eigentlich nur die Kupplung sein. Weil das, was mich halt stört, ist, so beim Fahren merkt man das nicht. Ist halt nur, wenn du Gang drin hast, stehst, die Kupplung ziehst, du merkst halt, wie die Drehzahl weniger wird, fast ausgehen, manchmal geht die aus. Und die Kiste, die will einfach so ein bisschen nach vorne, ne? Also trennt nicht richtig. Und ja, das ist halt so das Problem noch, was ich noch beheben muss. Ja, ich meine, Kupplung wechseln ist kein Ding. Die sind halt nur Materialkosten der Kupplung, 100 Euro. Mehr ist das halt auch nicht so. Weil sonst läuft die Kiste auf jeden Fall. Ich habe jetzt, was ich gar nicht gesagt habe, ich habe jetzt einen Gabelservice gemacht, frisch. Also die Gabel, ich bin gestern schon mal Probe gefahren kurz. Die ist dicht. Hammer geil. Und neue Gabelschützer habe ich da gemacht. Schwarze. Weil die alten, die waren auch ziemlich verranced. Deswegen jetzt einfach neue dran. Jetzt fängt die Jahreszeit wieder an, wo es anfängt richtig kalt zu werden. Also Herbst, Winter, ne? Und also ich will das Video morgen will ich das bringen. Ich hoffe mal, ich schaffe das. Also ich habe auch schon angefangen, ich war ja schon einmal mit der im Busch. Seit dem letzten EXC-Video, das mache ich aber hier nach. Weil ich das Zeit, weil es ein bisschen zeitlich ein bisschen aufwendiger ist als das jetzt hier. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall noch schneiden. Das mache ich jetzt die nächsten Tage, Mann. Ich bin damit schon angefangen, grob ein bisschen. Und das Video will ich auf jeden Fall vorher bringen. Nur mal so ein bisschen erzählen, was Phase ist. Ich habe jetzt auch, ja, im Shop kommen jetzt auch bald ordentlich neue Sachen. Caps. Gestickt, Alter, mega geil. Also bestickte Caps, Alter, das ist das Nonplusultra, Leute. Wir haben jetzt richtig hochwertige Aufkleber, die kommen jetzt in den nächsten Tagen in den Shop rein. Ich kann euch gleich auch mal ein paar zeigen. Ich habe nämlich welche dabei, um die vor der Cam zu zeigen, so ein bisschen. Also die kommen rein. Und ja, eventuell auch noch, ja, ich will noch gar nicht so viel verraten, noch andere Stoffbänder. Aus einem anderen geilen Stoff. Das ist ja auf jeden Fall mega sick, Leute. Ich muss auch einfach mal. Ihr kennt ja alle Mario oder die meisten von Stoffband.at auf Instagram oder so. Ich verlinke euch den mal in der Beschreibung. Der macht ja wirklich für mich den ganzen Shop und alles. Nicht nur für mich, für Yamaha zum Beispiel auch. Und der kümmert sich da um alles, um den ganzen Support von den Leuten. Und Leute. Der Mann, der ist einfach klasse, ne? Also, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Also, wenn ihr für eure Crew irgendwelche Hoodies wollt oder für euch persönlich, für
was weiß ich, was für Klassen, für Abschluss, für Schulabschlüsse oder so. Oder Stoffbänder, ne? Das fertigt ihr euch alles an, ab ein Stück. Also wenn ihr eins haben wollt, macht ihr das euch. Wenn ihr zwei haben wollt auch, bei größeren Mengen natürlich auch, ne? Ist alles kein Thema. Also einfach mal anschreiben, scheut euch da nicht. Könnt euch gut mit dem Kerl unterhalten und ja, wir müssen ihn mal so ein bisschen unterstützen, so ein bisschen, weil er schmeißt das da, wir laden ziemlich alleine. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch ein oder zwei Mithelfer hat, helfende Hände, aber trotzdem, also dass der da auf die Beine stellt für uns alle. Ich meine, da wird er jetzt nicht wenig bestellt und so. Deswegen auch die Wartezeiten und ja, einfach mal so ein bisschen den Jungen unterstützen, dass der mal so ein bisschen wieder vorankommt. Der hat ja auch Kosten, die ganzen Maschinen und sowas alles. Das mit den bestickten Caps oder sowas. Oh, ich mach die Motorbremse. Ah, nein. Das mit den bestickten Caps zum Beispiel, ne? Das ist ja auch nicht. So müssen ja auch wieder Maschinen für gekauft werden und alles. Also, das ist ein Geben und ein Nehmen. Ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich ein bisschen wenig Werbung gemacht. Das könnte ich ein bisschen höher schrauben. Ich hoffe einfach, ich könnte mich da verstehen. Wir ömmeln hier rum. Ach, wundert euch nicht wegen dem Reifen. Da ist eh nicht mehr so viel Profil da. Das heißt, wenn ich jetzt da mal die letzten paar Zentimeter auf der Straße rumfahre, das ist auch noch nicht so tragisch jetzt. Ich steige gleich mal ab und ich erkläre euch alles nochmal genau, was ich eventuell noch machen möchte. So guys, look what we have here. This in Germany we call it a Stoppelacker. And here you can drive carefully to erleichter the Bauer the job and you can grabber or pflug this shit under the earth. You understand what I am talking about? What the fuck? Whew. But be sure that on the field here is no Gülle, so the Gülle is pushing up in your face and on your clothes and you will never be happy again. Ey Leute, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das Kupplungsproblem ist soeben verschwunden. Das lag ganz einfach nur daran, ich hatte neu gelüftet, bin aber seitdem nicht gefahren. Und jetzt scheint die aber, ich teste das, ich mache die mal aus und an, schalte mal den ersten Gang. Normalerweise ist die nämlich jetzt immer Drehzahl weniger bis ausgegangen. Ich kann die so easy nach hinten schieben, ich glaube, das war's jetzt. Wenn ich jetzt noch, oh, wenn ich die jetzt mal ausmache, einen Gang reinmache, nach dem Schieben, das weg ist. Also ich ziehe jetzt, ich kann zwar schieben, aber es ist immer noch leichter, glaube ich. Deswegen, ich kriege die jetzt auch schwer immer angekickt, wenn ich einen Gang drin habe und die Kupplung ziehe. Guck, die will halt immer so ein bisschen nach vorne. Ja, genau das ist das. Und wenn ich ja, wenn ich jetzt wieder neutral reinmache, ja, von dem Schweden wieder, dann hast du die nämlich sofort an. Genau das ist mein Problem mit der Kupplung. Aaron und welche haben mich auch gefragt, von wegen hochgehen mit den Gänge. Das ist der erste Gang. Also die Karre kommt halt übel, wenn der Reso drin ist. Das ist der erste Gang. Geht halt hoch sofort. Das ist jetzt der zweite. Geht auch hoch. Ich drehe mal im Tür um. Dann versuchen wir, ob die im dritten noch hochkommt. Zweite. Ja, im dritten geht die auf jeden Fall hoch, wenn ihr euch ein bisschen nach hinten lehnt. Mal testen.
Ja, im dritten geht die auch noch hoch, ey. Scheiß, die wandern. Nochmal? Ja, die will da auch hoch, auf jeden Fall. Okay. Vierten, also ich weiß auf jeden Fall, also ich krieg die in jedem Gang hoch. Im fünften krieg ich die auch noch hoch. Also fünf Gänge hat die Kiste her. Im fünften Gang krieg ich die auch noch hoch. Oder? Vierte? Das war jetzt bis zum vierten Gang hoch. Von fünften mache ich jetzt gerade nicht. Weil das ist immer heftig, weil du dann relativ schnell bist und ich will mich nicht maulen. Weil ich die zwei Takte hier noch nicht so im Video unter Kontrolle habe. Das ist noch ein bisschen, ist was anderes als 4-Stroke-Power. So, mal ein bisschen Offroad auch noch auf die Augen. Ich will die Karre jetzt nicht unbedingt so mega dreckig machen, deswegen muss ich nach den Pfützen nehmen, also ein bisschen, die so ein bisschen umfahren. Ich will zu einem geilen Sandweg. Der ist richtig chillig. Ich glaube, das ist der direkte Weg dahin. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. Ha, lol. So, Leute, der Schotterweg, ich weiß schon lange, oder so ein Sandweg ist das. Ich weiß schon länger nicht mehr, aber der, wenn ihr richtig durchheizt, ne? Also hier könnt ihr testen, ob eure Feder dicht sind. Eure Gabel, meine ich. Wenn ihr da richtig durchballert, ich sag euch, ne, das hatte ich schon mit der WR, mit der 125er, die ich vorher hatte. Ey, ich sag euch, ihr federt so hart ein. Also ja, ich glaube, ich bin sogar aufgeschlagen und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich stelle mich mal im Tier dran und erzähle euch mal, was ich noch eventuell machen wollte. So, cool. So. Da haben wir die gute. Sieht ja so schon mal richtig nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Für ihr Alter. Von vorne so. Zack. Voll geil. Also von vorne sieht man es überhaupt nicht, weil da siehst du jetzt alles neu. Die Schoner, also die Gabelschützer, Koti, Lichtmaske und Handguards und die Griffe siehst du von vorne direkt. Das sieht nicht aus wie eine 2003er. Na? Wobei ich finde, für ihr Alter hat die auch noch nicht viel gelaufen. 196 Stunden. Und eventuell, was ich noch machen will, das Heck, das bleibt so, aber eventuell noch hier, weil das hier gebrochen ist und teilweise hier auch aus der Verankerung rausgeht und vielleicht die Aufkleber hier und auf der Seite. Sonst eigentlich nichts und die Gabel ist dicht. Perfekt. Also ich sehe da jetzt so auf jeden Fall nichts dran. Und halt mein Problem ist halt und das mit der Kupplung, sonst halt nichts. Also die Dinger eventuell noch und halt die Kupplung mache ich noch. Das muss ich noch wegkriegen. Ja, und dann halt eventuell neue Reifen. Kettensatz auch noch nicht lange drauf. Und sonst läuft die Kiste eigentlich 1A. Vorne ist einer. Komm, wir fahren jetzt mal weiter. Ja, Kupplung ist kein Thema. Das funktioniert, das geht alles locker easy. Das ist einfach, das ist kein Ding. So. Brille auf, boah, ich hasse das, wenn ihr die Brille so absetzt und die ist danach so hart beschlagen, ey. Ey, ich weiß nicht, ob ihr das Ding schon gesehen habt, von Rockstar. Junge, ich bin ja auch so ein kleiner Rockstar, ne? So ein kleiner Rockstar bin ich auch wohl, ey. Rockstar Längerpolster am Start, ja. Jetzt bin ich unbesiegbar. So, Leute, das war es jetzt so von mir. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. War nur so eine kleine Testfahrt und so, ob das jetzt mit der Kupplung behoben ist oder was weiß ich was. Aber scheint ja leider nicht so. Das heißt, um die Kupplung, um den Wechsel der Kupplung komme ich wahrscheinlich nicht drum rum. Keine schwierige Arbeit, aber Costa fast gar nichts. Nein, Costa wohl was. Deswegen. Also, ich hoffe, euch hat das kleine Info-Update, I don't know, Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!
Ach Leute, ich habe ganz vergessen, euch die Aufkleber zu zeigen. So sehen die aus. Also in so einem geilen, schlimmer Schaf hier. In so einer richtig geilen Oberfläche. Da wird es bald einen Stickerbogen zu geben mit verschiedenen. Ne, also das sind jetzt nur einzelne hier, die ich jetzt hier habe, aber da wird es bald einen ganzen Stickerbogen im Shop zu geben.